Hallo, ich arbeite gerade an einem LF-8, Löschfahrzeug 8, was ich mir zugelegt habe, eine Doppelkabine. Diese Doppelkabine hat allerdings kein Reserverad, nicht das Ideale für Reisen. Aus dem Grund habe ich mir dann vorgenommen, das Reserverad muss irgendwo hin. Es konnte allerdings nur aufs Dach. Für mich war wichtig, ich wollte alles von unten, also vom Boden aus, regeln. Das heißt, ich wollte nicht aufs Dach klettern. Das ist der übliche Weg, um dort oben das Rad zu lösen, an einen Kranhaken, den man ausfahren muss, einzuhängen und dann so langsam abzulassen, wieder runter und weiß der Teufel. Es gibt da die tollsten Konstruktionen. Ich wollte eine Konstruktion bauen, die nur von unten zu bedienen ist. So wie hier. Zack, aufs Dach, fertig und bereits gesichert. Ich brauche jetzt nicht hoch, um noch irgendwas zu machen. Der Prototyp bestand an für sich aus ein paar Paletten. Da habe ich dann erstmal das Gestell gebaut, was oben aufs Dach sollte und auf dem Gestell dann den Tragearm oder Kranarm, wo nachher das Rad drauf positioniert wird. Es war gar nicht so einfach. Ich habe es dann als Antrieb mit Pneumatik, mit Schrittmotor und zum guten Schluss dann mit Hydraulik versucht. Hydraulik ist das, wo ich bei hängen geblieben bin. Wichtig war fürs Rad eine Halterung, die die Sicherung übernahm, sobald, wie hier zu sehen ist, das Rad hochgezogen wird. Es konnte jetzt nicht mehr nach oben wegspringen und wenn es herunterklappt, wird es gesichert. Das sehen wir hier. Das Rad schwenkt herunter auf den Hauptträger. Der Punkt A ist verstellbar. Damit kann man dann das Herausrutschen des Rades aus der Halterung verhindern. Und das sieht dann eben so aus, wenn er jetzt hier runter geht, kommt er an diese Stelle an und wird gesichert. Das ist wichtig. Zusätzlich ist das verstellbar, weil jeder Raddurchmesser ja ein bisschen anders ist. Hier sieht man es, wenn es runterkommt, ist das Rad gesichert, dass es nicht mehr rausspringen kann. Zusätzlich wird es ja durch den Gurt gehalten. Und ich habe festgestellt, funktioniert prima. So ein Reserverad mit Felge ist ja kein Leichtgewicht. Das sind so gut 120, 130 Kilo. Die müssen also erstmal angehoben werden. Dafür habe ich oben eine Winch angebracht. Die zieht das also locker. Es geht dann bis in die Arme, was mich noch stört. Das habe ich erst nachher dann festgestellt. Dieser Gurt in Orange. Grässlich. Da muss ich mir noch unbedingt einen in Schwarz besorgen. Und jetzt wird die ganze Sache umgelegt auf die Waagerechte. Es ist ja jetzt schon alles gesichert. Das Rad kann nicht raus. Es kann auch, wenn irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen der Gurt reißen sollte, der jetzt an für sich alles hält, kann es trotzdem nicht raus. Es hat dann nur so 2 cm Spiel nach allen Seiten und dann hört man es rappeln. Dann sollte man mal anhalten, mal sehen, was los ist da oben. Aber normalerweise unmöglich. Hat also eine doppelte Sicherung. Hier baue ich es jetzt oben auf den Doppelkabiner. Der läuft ja von vorne nach hinten breiter werdend. Und aus dem Grund sieht das auch so ein bisschen asymmetrisch aus. Aber das war notwendig, damit man mit dem Kran vernünftig arbeiten kann. Links kommen noch 2 Zagesboxen hin. Die werden dann später noch montiert. Ganz einfach in dem Kranauge vom Seil kommt dann ein Gurt und das lässt sich dann, so wie ich mir das gewünscht habe, ganz einfach hochziehen. Ohne viel Aufwand, auf den Knopf drücken. Das Einzige, was jetzt gleich ist, ist das Einfädeln in die Sicherheit, damit es also zur Not auch nicht sich irgendwo verlustig gehen kann. Das ist nicht so besonders, wenn es oben am Dach ist. Jetzt fädelt schon ein, Peter. Hier sieht man das nochmal, wie die Einfädelung geschieht. Und jetzt kommt das Absenken mit der Pneumatik. Nein, mit der Hydraulik natürlich, nicht mit der Pneumatik. Pneumatik war vorher. Aber Hydraulik ist auch nicht so einfach, hat auch so seine Tücken. Da muss man die entsprechenden Ventile haben und das richtig einstellen. Weil man einmal über den Punkt nochmal rüber geht, wo das von Druck auf Zug kommt. So,
Jetzt kommt nochmal eben Film nochmal, damit man das sieht. Hier kann man das sehr gut sehen. Lukas, halt mal hoch. Er macht das. So, und jetzt können wir absenken. Und damit ist die ganze Sache dann auch schon voll verlastet. Da ist nichts weiteres dran zu tun. Sobald er unten ist, verriegelt er automatisch, hält fest und bleibt so schön da oben drauf. Lukas darf jetzt mal pumpen, denn das sind die Arbeiten, die junge Leute machen sollen. Es ist ja an für sich ein Teil der Gemütlichkeit. Faulenzer und Kumpel fahren normalerweise damit. Ich habe erst einmal in der Wüste durch ein Sandblech, was einen Schnitt verursachte, einen Reifen wechseln müssen. Und dann war der repariert und platzte mir dann Lettland. Und da durfte ich ganz alleine den von oben runterholen. Hat eine Stunde gedauert, erst wechseln. Und das will ich nicht wieder mal machen. Darum habe ich mir jetzt etwas mehr Mühe gegeben, eine Konstruktion zu bauen, die es mir einfach macht. Und wer faul ist, ist auch klug. Naja, sagen wir mal, sollte klug sein. Dann kann er seine Faulheit unterstützen. Ich konstruiere und baue an für sich nur Teile, die ich irgendwo anders nicht so bekomme, wie ich sie gerne hätte. Und das sind dann so ungefähr die Ergebnisse. Vorgelegene Entlüftung oder zwischen Kabine und Fahrerhaus, den Falkenbalk, dazu auch passende Rahmen und so weiter. Alles, was so anliegt. Oder die Schnellaustauschbarkeit der Abstandsscheibe mit dem speziellen Kassettendichtring. Der ist nämlich viel sicherer. Tja, oder Treppe. Die habe ich sogar nach Gaggenau verkauft. Die hatten auch keine mehr. Wer sich also auch so einen bequemen Reserveradlift zulegen möchte, wir können die Unterkonstruktion liefern. Aber ich mache nicht mehr die gesamte Mechanik, das heißt die Hebevorrichtung, die Winch und so weiter. Das ist nicht mehr mein Job. Tja, und wem es gefallen hat, Daumen hoch. Mir hat es Spaß gemacht, das zu bauen. Es war eine Herausforderung und sie ist gelungen. Das ist wichtig. Bis dann. Tschüss.